Willkommen in der Welt der Elektronenmikroskopie. In diesem zweiten Teil geht es um die Bedienung des Rasterelektronenmikroskops, abgekürzt REM, einer der attraktivsten mittleren zwischen unserer Makrowelt und dem Nanobereich. Im ersten Teil haben wir bereits die Funktionsweise des REMs, die Entstehung des Elektronenstrahls und der charakteristischen Sekundär- und Rückstreuelektronenbilder erläutert. Auch die chemische Zusammensetzung und die Typografie von Proben können untersucht und das Gefüge bestimmt werden. Wie sieht ein solches REM nun aus? Aus welchen Einzelteilen besteht es? Und wie wird es bedient? Beginnen wir mit dem Aufbau des Rasterelektronenmikroskops. Unser Labor ist mit einem JSM IT100 REM der Firma GIOL ausgestattet. Die wichtigsten Komponenten des REM sind die Probenkammer, eine Vakuumpumpe und zugehörige Elektronik, der Raum für die Elektronenstrahlerzeugung mit der Kanone und Sensoren. Schließlich gibt es noch einen Rechner mit Monitor zur Bedienung, zur optischen Bildauswertung und zur Durchführung der Elementanalyse. Exemplarisch werden wir jetzt die Bruchfläche einer Zugprobe untersuchen und die Oberfläche, also die Topographie, mit Hilfe von Sekundärelektronen darstellen. Zunächst wird die Probe mit Hilfe eines leitfähigen Stickers aus Kohlenstoff oder einer leitfähigen Knete auf dem Probenteller positioniert. Der Sticker muss leitfähig sein, damit sich die Probe nicht auflädt und sonst womöglich den Stromfluss unterbricht. Der Probenteller mitsamt der Probe wird durch Schrauben auf dem Probenhalter befestigt. Nun werden wir gemeinsam einen Blick auf die Oberflächenstruktur der Probe werfen. Als erstes wird das Gerät mit einem Schlüssel angeschaltet. Daraufhin wird die Probenkammer automatisch entlüftet. Dieser Prozess dauert einige Minuten. Währenddessen startet die Werkstoffprüferin die Software und den Bildschirm. Um die Probenkammer öffnen zu können, muss diese erst einmal belüftet werden. Hierzu wird die Vent-Taste rechts in der Software gedrückt. Wenn der Belüftungsprozess beendet ist, leuchtet die Windleuchte dauerhaft grün. Vent steht für Ventilation, was Belüften bedeutet. Die Probenkammer kann nun geöffnet und der Probentisch vorsichtig nach außen geschoben werden. Der Probenhalter mit der Probe wird mit Hilfe der Führungsschienen auf dem Probentisch positioniert. Dabei sind zwei wichtige Punkte zu beachten. Erstens sollte der Probentisch möglichst weit von der Sensorgefäß nach unten verschoben werden. Damit wird vermieden, dass die Probe oder der Probentisch beim Wiederhineinschieben mit der Sensor kollidiert. Zweitens muss die Probenkammer wieder zügig geschlossen werden, um sicherzustellen, dass möglichst keine Staub eindringt. Jetzt kann die Probenkammer wieder evakuiert werden. Dafür drückt die Werkstoffprüferin die Evac-Taste in der Software. Evac steht kurz für Evakuieren. Solange der Probenraum evakuiert wird, blinkt an dem Gerät der blaue Knopf. Wenn der Entlüftungsprozess beendet und somit ein ausreichendes Vakuum von ca. 10 hoch minus 5 mB entstanden ist, leuchtet der blaue Evac-Knopf dauerhaft und man kann mit der Untersuchung beginnen. Mit der Taste Observe wird die Spannung, also auch der Elektronenstrahl, angeschaltet. Die geeignete Beschleunigungsspannung wird je nach Vergrößerung und Probenart angestellt. Besteht die Probe aus Polymeren oder handelt es sich um andere organische Stoffe? So ist die Beschleunigungsspannung zwischen 5 und 15 kV zu halten. Im Gegensatz dazu lassen sich metallische Werkstoffe auch mit höheren Beschleunigungsspannungen bis 20 kV einwandfrei untersuchen. Als erstes muss die Probe bzw. die gewünschte Probenstelle gefunden und auf dem Bildschirm sichtbar gemacht werden. Dafür wird zunächst entweder unten rechts oder durch das Scrollen mit der Maus auf dem Bild die kleinste Vergrößerung angestellt.
Außerdem kann der Probentisch mittels Drehgriffen in X-, Y- und Z-Richtung verschoben, um die Z-Achse rotiert oder um die Y-Achse gekippt werden. Um Fokus, Kontrast und Helligkeit einzustellen, drückt man die jeweiligen Tasten rechts auf dem Bildschirm und zieht die Maus mit gedrückter linken Taste nach links oder rechts. Man kann auch das Mausrad vor und zurück scrollen, während sich die Maus auf dem entsprechenden Feld befindet. Dieses Verfahren ist zu wiederholen, bis ein sinnvoller, scharfer und gut ausgeleuchteter Bildausschnitt zu sehen ist. Wenn ein qualitativ gutes Bild erzeugt wurde, kann weiter vergrößert und die Einstellungen bei jeder Vergrößerungsstufe nochmals angepasst werden. Ein nützlicher Tipp: Es ist zeitsparend und effektiver, die Bildeinstellungen auf eine etwas höhere Vergrößerung einzupassen und anschließend zurück zur gewünschten Vergrößerung zu kehren. So erhält man eine deutlich bessere Auflösung. In diesem Bild lässt sich die Typografie der Probe leicht erkennen und ihre Eigenschaften wie die chemischen Bestandteile oder Phasengrößen untersuchen. Es handelt sich um ein sogenanntes Sekundärelektronenbild. Unter dem Menüreiter findet man File Save, um dieses Bild für weitere Verwendungen zu speichern. Das Gerät und die Software bieten noch andere Analysemöglichkeiten, wie das Ausmessen von Abständen, Winkel und Durchmessern sowie die Elementanalyse mittels der EDX-Einheit. EDX steht für Energiedispersive Röntgenanalyse. Hierauf sind wir bereits in unserem ersten Video eingegangen. Für die spätere Verwendung kann der Probe ein Name zugewiesen werden. Anschließend wird durch Drucken der Aufnahmetaste die Analyse gestartet. Der Vorgang dauert einige Sekunden bis eine Minute. Beim Drucken der Auswerttaste erscheint ein Fenster mit einer detaillierten Tabelle der erkannten Elemente. Die Tabelle enthält auch die Gewichtsanteile. Zusammenfassung: Das Rasterelektronenmikroskop, kurz RAM, zählt zu den elektronenoptischen Analysegeräten. Es bietet die Möglichkeit, die Typografie und die Phasenverteilung einer Probe mit höherer Präzision sichtbar zu machen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die chemische Zusammensetzung anhand der zuvor erzeugten Probenbilder zu analysieren und so das Gefüge genau zu untersuchen. Hierzu werden die Proben auf einem Probenhalter befestigt und nach dem Entlüften der Probenkammer auf dem Probentisch positioniert. Herrscht in der Probenkammer ein ausreichendes Vakuum von ca. 10 hoch minus 5 mm, so werden Software und Stellgriffe verwendet, um einen geeigneten Arbeitsabstand zu fixieren und Helligkeit, Fokus sowie Kontrast nachzujustieren. Darüber hinaus bietet die RAM-Software verschiedene Tools für die Gefügeuntersuchung am erzeugten Bild. Zum Beispiel können Durchmesser, Winkel und Abstandmessungen vorgenommen werden. Um eine gute Bildauflösung zu erhalten, ist es ratsam, alle Einstellungen zunächst mit einer höheren Vergrößerung zu tätigen, um dann zur gewünschten zurückzukehren.